Willkommen Leute zu einer neuen Folge der Saarbrücken-Karriere. Und ja, in dieser Folge wollen wir genau das tun, was wir auch vor ein paar Folgen schon versucht hatten. Und zwar den Aufstiegskader zusammenzustellen. Ja, und dieses Jahr soll das auch wirklich klappen. Ja, die Mannschaft ist schon ganz okay. Also ein Sechser und ein Rechtsverteidiger werden kommen. Oder besser gesagt, ein Linksverteidiger. Und Wagnermann geht dann nach rechts. Und ja, wir haben, ja, habe ich ja letzte Folge schon gezeigt, knapp 20 Millionen. 3 bekommen wir noch durch die Verkäufe oder 3,5 und dann noch das Vorbereitungsturnier. Und ja, das muss dann auch schon reichen. Das Budget ist ein bisschen runtergegangen, weil ich die Verträge verlängert habe. Es sind jetzt, glaube ich, fast alle verlängert. Ich glaube, einer noch nicht. Ja, Lamptey noch nicht, weil da möchte ich noch auf den neuen Sechser warten, weil sonst fordert der eine zu große Rolle und dann beschwert er sich bloß, dass der nie spielt. Deswegen mache ich das danach. Und ja, dann war es das eigentlich auch schon. Ich kann noch mal kurz die Ziele zeigen, die habe ich ja letzte Folge noch nicht gezeigt. Ja, wir sollen Meister werden, das wird mich jetzt auch nicht überraschen. Also überrascht mich nicht, dass das Ziel ist, das sehe ich nämlich genauso. Dann verkaufe 2 Spieler und verpflichte 3 wichtige Spieler als Ersatz. Okay, also wir holen eigentlich nur 2 Spieler, dann 10 Spiele ohne Niederlage. Gut, also 10 Spiele nicht zu verlieren, sollten wir hinbekommen. Und ja, noch einen Spieler aus der Jugendmannschaft verpflichten. Gut, das werden wir mal schauen, ob das klappt. Und ja, jetzt geht's rein in den Kalender. Und immer wann es was gibt, dann melde ich mich. Muss jetzt nochmal kurz überlegen. Aber eigentlich habe ich alles gezeigt. Und ja, dann geht's jetzt weiter. So, jetzt am zweiten Tag gibt es gleich mal ein paar Transfers. Und zwar Steinkötter und Kurt sind weg. Und auch Sommer ist weg, aber der nur auf Leihbasis. So, jetzt sind wir angekommen beim ersten Spiel der vom Vorbereitungsturnier. Es geht gegen Cagliari Calcio und das wird ein 1:1. Ich habe gerade gesehen, Rechtenwald spielt ja noch in der Rechtsverteidigung, weil wir ja Kurt gerade abgegeben haben. Da muss ich vielleicht wen anders spielen lassen. Und zwar Wagnermann, dem habe ich schon den Trainingsplan gegeben für die rechte Seite. Und Eichhorn kommt dann hin. Das ist, glaube ich, ein bisschen stärker jetzt erstmal, bis ein neuer Verteidiger da ist. Ah ja, und weil ich es gerade sehe, ja, die Transferliste muss ich, glaube ich, noch zeigen. Und zwar Gnase hatte ich ja letzte Folge schon gezeigt, dass wir den verkaufen werden. Da kam auch gerade ein Angebot. Und ja, Hupe und Beck sind von den Laien zurück. Die werden wir wieder verleihen. Und Prott werden wir auch verleihen. Und ja, abgeben wollen wir eben nur Gnase fest. Obwohl, nee, Hupe habe ich auch auf die Transferliste getan. Ja, weil der auch ja jetzt schon 24 ist, keine so gute Gesamtstärke sich jetzt erst, dass er auch auf der Transferliste ist. Ja, dann wollen wir den auch verkaufen und nur Beck und Prott verleihen. So, jetzt geht es im Vorbereitungsturnier weiter. Es geht gegen Bremen. Das ist ein guter Gradmesser, wo wir so stehen und es wird ein 1:0 Sieg. Ich glaube, die Bremer sind Erstligist. Ich glaube, die spielen nicht mit uns in einer Liga. Also, ja, gegen den Erstligisten 1:0 zu gewinnen, das ist doch schon mal stark. So, und jetzt letztes Spiel in der Gruppe. Es geht gegen Genk. Mal schauen, was das wird. Es wird eine 3:1 Niederlage. Wir haben jetzt 4 Punkte geholt. Mal schauen, ob das gereicht hat. Ich fürchte ja leider nicht, nee, es sieht nicht so aus, wir sind nicht weiter. Bekommen aber immerhin nochmal 1,2 Millionen Transferbudget. So, ja, und es gibt jetzt auch 2 Transfers noch zu vermelden. Gnase und Hupe sind weg, die bringen uns auch nochmal knapp über 1 Million zusammen ein. Und ja, jetzt müssen nur noch 2 Spieler verliehen werden. Und ja, da können wir jetzt eigentlich mal anfangen mit den Transfers. Dauert eh nicht mehr lange bis hin zu der, ja, bis die Saison losgeht und spätestens dann sollten die Leute schon da sein, weil die meisten sind auch gescoutet, nur 2 linke Mittelfeldspieler, aber da weiß ich gar nicht, ob wir überhaupt wen holen und ja, dann mache ich jetzt mal die ersten Transfers. So, und der erste Transfer ist auch schon eingetütet. Noah Katterbach kommt von Werder Bremen, ist unser neuer Linksverteidiger, hat uns 18,5 Millionen gekostet. Sein Marktwert ist natürlich runtergegangen, weil er auch in der Liga nach unten gegangen ist. Ja, verdient 20.000 und hat einen 5-Jahres-Vertrag unterschrieben. Und ja, ich habe mich für den entschieden, weil Netz bekommen wir nicht, das wäre viel zu teuer. Also da müssten wir über 30 Millionen zahlen, das Geld haben wir nicht. Und wenn ich dann die Wahl habe zwischen Hase und zwischen Katterbach, dann doch lieber Katterbach, auch wenn Hase ein bisschen jünger ist und ja eine etwas schwächere Gesamtstärke hat, aber schon 3 Jahre jünger ist, dann doch lieber Katterbach.
Und ja, damit haben wir jetzt nicht mehr allzu viel Geld für einen Sechser. Und ja, die Wahl fällt dann vermutlich auf entweder, jawohl, na nee, Stiller können wir es auch nicht leisten, also entweder Stein oder, ja, Steine, das kommt raus, wenn man beides kombiniert, nee, Stach und Fein. Und ja, die sind beide gleich alt, aber Stach ist besser und ich mag Stach auch persönlich sehr als Spieler. Und ja, der wird jetzt vermutlich unser neuer Sechser, wo ich mir jetzt erstmal schauen muss. Ich glaube, den können wir uns auch nicht leisten. Nee, den können wir uns auch nicht leisten, sehe ich gerade. Ich glaube, ja, es wird dann fein, weil wir uns wen anders nicht leisten können. Und ja, jetzt ist der Deal durch. Fein verdient, ja, oder der kostet uns 5 Millionen, verdient knapp 30.000 Gehalt. Und ja, zusammen mit Arp ist er jetzt schon der zweite, ja, gescheiterte Bayern-Spieler oder gescheitertes Talent, besser gesagt, der bei uns, ja, jetzt unterkommt. Und ja, so sieht die Mannschaft jetzt aus. Das ist schon richtig, richtig stark, muss man sagen. Und das ist auf jeden Fall eine Mannschaft, die um die Meisterschaft mitspielen kann. So, es gibt jetzt zwei weitere Laien zu vermelden und zwar, oder besser gesagt, zwei weitere Transfers und zwar zwei Laien zu vermelden und zwar Beck und Prott sind jeweils verliehen worden. Beide für 2 Jahre, glaube ich sogar. Und ja, die sollten jetzt auf jeden Fall einiges an Spielzeit bekommen in den 2 Jahren und dann auch mit einer richtig guten Gesamtstärke zu uns zurückkommen. So, jetzt sind wir auch schon angekommen beim ersten Spiel der Saison. Es geht gegen Hannover. Danach gibt es noch das Spiel gegen Ingolstadt, was, glaube ich, ja, gegen Ingolstadt. Und dann werden wir vor dem Pokalspiel gegen Halle die Folge beenden. Und ja, so sieht der Plan für diese Folge aus. Und ja, jetzt geht es gegen Hannover rein. Und wir wollen natürlich anders als in der letzten Saison viel besser reinstarten, damit uns nicht wieder so ein schwacher Start den Aufstieg kostet. Und ja, jetzt geht's rein gegen Hannover und wir wollen hier gleich mal den ersten Sieg holen. Und da sind wir auch schon, ja, in der HDI Arena. Ich bin mir jetzt nicht sicher, haben wir entweder letztes Jahr oder in unserer ersten Zweitligasaison auch schon nicht gegen Hannover die Saison begonnen. Ich glaube schon. Also irgendwie kommt mir das gerade bekannt vor. Irgendwie habe ich gerade da ein Déjà-vu, aber ja, mal schauen, ob wir jetzt hier gegen Hannover gewinnen können. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher. Ja, ich glaube, das müsste dann in unserer ersten Zweitligasaison gewesen sein. Da haben wir dann, glaube ich, gegen Hannover gewonnen. Mal schauen, ob wir das wiederholen können. So, jetzt hier vielleicht die nächste Chance für uns, dieses Mal mit Arp, aber die stehen da hinten wirklich so dicht. Aber jetzt kommt der Ball durch, oh, und dann fast das Tor. Aber natürlich ist da wieder ein Verteidiger dazwischen. Oh Mann, oh, und dann holen wir uns hier den Ball gleich wieder und dann kriegen wir den Ball einfach nicht an denen vorbei. Aber jetzt vielleicht doch, jawohl, pass auf. Ah, der probiert es aus spitzen Winkel, aber gut, das war irgendwie klar, dass der nicht reingeht. Und jetzt die Ecke vielleicht da, ja, nicht ganz so gut, aber wir kriegen nochmal eine Chance. Und dann wechselt dann das mich weg von dem Spieler, der zum Kopfball soll, also was auch immer das sein soll. Jetzt probiert Stein einfach mal, aber auch wieder geblockt. Und das gibt's nicht. Jetzt machen die hier das Tor. Ich hätte nicht gedacht, dass der Kopfball reingeht. Also den muss der Keeper eigentlich schon haben, diesen Kopfball. Also das war ja wirklich lächerlich. Hier natürlich auch schlecht verteidigt. Dann gehen da eigentlich 2 Leute hin und dann kommt der wirklich genau auf den Torwart. Oh. Also der darf nie im Leben reingehen. Also den muss der Keeper einfach haben. Ja. Also jetzt macht hier Inali das 1-0 für Hannover. So, jetzt hier vielleicht die nächste Chance. Da ist Arp vollkommen frei. Das sollte auch kein Abseits gewesen sein. Und dann braucht er da zu lange, um den Ball zu verarbeiten. Und dann ist der Verteidiger da. Ah, Mann, 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 Mann. Das wäre jetzt eigentlich die perfekte Chance gewesen, da noch den Ausgleich zu machen. Jetzt bin ich mal auf die Statistik gespannt. Der Hannover mit einem Schuss, der 0,2 erwartete Tore hatte. Wir hatten dreimal so viele Schüsse und erwartete Tore. Also schon bitter, dass die hier in Führung sind. Und ja, also man wollte eben auch sagen, muss die Schüsse, also mit 3 Schüssen 0,6 erwartete Tore ist jetzt auch nicht wirklich viel. Und das hätte jetzt auch nicht unbedingt ein Tor hier ja, zwingend geben müssen hier für uns. Also ja, wir müssen auf jeden Fall uns noch ein paar bessere Chancen rausspielen. Aber die Hannoveraner sind jetzt natürlich in vorne, die müssen jetzt hier nicht kommen und können jetzt hier noch mehr mauern.
Oh Mann, Mann, Mann. Jetzt hier, also es wird, glaube ich, keine einfache Aufgabe, die hier noch zu knacken. Ja, wir kriegen hier Chance um Chance, aber der Ball will einfach nicht rein. Jetzt probiert es Wagnermann. Ja, geblockt natürlich. So, jetzt hier die nächste Chance. Schön auf Teguia, der wieder in die Mitte. Und dann ist es jetzt endlich das 1-1. Boah, ganz wichtig. Ab mit dem Ausgleich in der 61. oder 62. Minute. Boah, ganz wichtig. Endlich mal ein Schuss, der nicht geblockt wird, sondern der reingeht. Und auch ein Pass, der ankommt. Das war schon riskant, den Pass zu spielen. Da stehen schon einige Verteidiger rum. Aber Ab ist da schön frei. Und ja, dann ist das auch keine Aufgabe mehr, den Ball ins lange Eck zu schießen. Ja, da kann sich der Keeper strecken, wie er will. Da kommt er nicht mehr ran. Und Ab jetzt mit dem Ausgleich. Und ja, wir haben jetzt hier noch eine halbe Stunde Zeit, noch das 2-1 zu machen. So, jetzt hier die nächste Chance. Für uns mit Schwarz, der lässt er noch einen aussteigen und dann ist da aber noch ein anderer Verteidiger leider im Weg. Und dann, ja, kommt er mit 2 km/h da Richtung Torwart. Der Ball jetzt hier ab, vielleicht da. Ne, der war dann ein bisschen zu ungenau, der Kopfball. So, jetzt hier vielleicht die nächste Chance mit Feind, der in die Mitte und dann ist es nicht das Tor, aber ab kommt noch ran und wie macht der? Mein Gott, der muss doch zumindest aufs Tor kommen, der Ball. Achso, okay, der war noch abgefälscht. Ich dachte schon, den hat der Ab von alleine daneben geschossen, weil das wäre nämlich richtig bitter gewesen. Oh ja, und jetzt hier kurz vor Schluss wäre das eigentlich die perfekte Chance gewesen hier aufs 2-1. Aber kriegen wir nochmal eine Chance? Teguia. Teguia, Pass in die Mitte, der kommt an und dann wird er natürlich schon wieder geblockt, der Ball von Schwarz. Jetzt hier die Ecke, Kopfball, oh, der kommt aufs Tor, aber der Keeper hat den und ja, dann endet das Spiel jetzt 1-1. Ja, das ist bitter für uns. Also, das Spiel hätten wir. Es wäre nicht unverdient gewesen, wenn wir gewonnen hätten. 5 erwartete Tore. Hannover hatte diesen einen krummen Kopfball, der was dann reinging. Und wir machen mit 12 Schüssen und 5 erwarteten Toren kein Ding. Oh, also das zieht sich durch. Die Chancenverwertung ist wirklich miserabel. Das ist wirklich eine Erkenntnis, die zieht sich seit dem ersten Spiel durch. So, jetzt gibt es noch einen Transfer zu vermelden. Und zwar Günther Schmidt ist weg. Ja, weil wir haben nämlich in der Jugendmannschaft ein tolles Talent und den möchte ich hochziehen, den Alexander Walter. Und ja, der wird jetzt eben unser Backup-Zehner sein. So, und jetzt noch das letzte Spiel für diese Folge. Es geht gegen Ingolstadt in der Simulation. Das ist immer noch so größtenteils der Kader, den was sie von Beginn an haben bei Ingolstadt. Außer dieser Manu, der ist neu. Und es wird eine 3 zu 2 Niederlage. Oh Mann, ey, ab mit einem Doppelpack. Aber wir verlieren das einfach gegen Ingolstadt. Also das hätte jetzt wirklich nicht sein müssen. So, jetzt sind wir auch schon angekommen beim Ende der Folge. Ja, in der nächsten Folge geht es dann gegen Halle im Pokal. Da werde ich auch ein bisschen rotieren. Ich muss mir noch überlegen, wen ich alles spielen lasse, aber ein bisschen werde ich auf jeden Fall rotieren. Wird nicht die komplette erste Elf spielen. Ich glaube, der Backup-Stürmer wird auf jeden Fall spielen. Und dann muss ich mal schauen, wen ich noch so spielen lasse. Und ja, man muss auch sagen, also dieses Jahr in der Liga, also das läuft halt wirklich wieder genauso wie letzte Saison. Wir starten richtig schlecht rein. Jetzt nur einen Punkt aus 2 Spielen. Vor allem, wir haben ja gegen Ingolstadt, eine Mannschaft, die letztes Jahr in der Relegation war. Also wir waren auch in der Relegation, aber halt in der. Die waren in der Abstiegsrelegation, wir waren in der Aufstiegsrelegation und gegen die verlieren wir. Also ja, das ist auf jeden Fall, ja, blöd gelaufen, aber gut, auch vorne, ja, keine Mannschaft, die zweimal gewonnen hat, auch nur 4 Punkte haben die Top-Teams und ja, sind nur 3 Punkte Abstand auf die Spitze, also im Moment ist noch nichts verloren, aber das muss auf jeden Fall besser werden. Also wir können uns jetzt hier nicht erlauben, dass wir wie in der letzten Saison gefühlt die Hälfte der Hinrunde ohne Sieg bleiben, also das, ja, können wir uns nicht erlauben, wenn wir aufsteigen wollen. Und ja, ob es dann besser läuft, das sehen wir in der nächsten Folge. Und auch, ob es auch besser läuft als im Pokal, weil da sind wir letztes Jahr in der ersten Runde ausgeschieden. Also ja, gibt auf jeden Fall einiges, was wir diese Saison besser machen können und auch besser machen wollen. Und ja, ob es besser läuft, das sehen wir in der nächsten Folge. Bis dahin, vielen Dank fürs Zusehen und ciao.